Wobei der Nervenkitzel bei so einem Opening ist doch trotzdem geil, Ja, oder? Ich erinnere mich schon. da an FIFA. Ja, schon, aber ich vertraue diesen ganzen technischen Sachen in der Hinsicht weniger, als wenn ich so ein, ich sag mal, so ein Pack Magic-Karten aufmache. Da habe ich was Physisches in der Hand, das ist mal abgepackt worden. Und ich weiß nicht, ich vertraue diesen digitalen Sachen überhaupt nicht. Du meinst, Ja, aber du hast auch voll viel Kohle in das FIFA hat nicht investiert, random oder? ist, Ja, ich sondern. glaube, dass das Spielen einfach. Ich glaub nicht, dass man da beschissen wird oder so, aber ich glaube, dass der. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber für mich hat das irgendwie was. Es ist so undurchsichtig irgendwie. Du hast So. doch was von deiner Mutter, die nicht bei Amazon kaufen will, weil es Ja, es digital geht. ist. Nicht, nein, es geht nicht darum, dass die mich. Dass ich glaube, dass die mich bescheißen, sondern. Sondern? Sondern? Genau das, darum geht's doch gerade, oder? Ja, aber ich weiß nicht, es hat was anderes. Nee, für mich ist es was anderes, wenn ich ein richtiges Päckchen Magic-Karten in der Hand aufmache oder ob ich digital so eine Kiste von. Ja, doch, vielleicht glaube ich schon, dass die mich bescheißen. Ja, ein anderes Argument gibt's ja nicht mehr. Ja, doch, dann kann es sein, dass ich glaube, dass die mich einfach hart bescheißen wollen. Dass sie sich einfach denken, so nach dem Motto, so, weißt du, wenn du Glück hast, könntest du ja hingehen und ich sag mal, du Warum? kaufst dir jetzt zwei Magic Packs und du könntest zweimal die gleiche Karte theoretisch ja da drin haben in diesen Packs. So, dann hast du halt zweimal mega Luck gehabt. Aber ich weiß nicht, vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass die bei Steam solche Algorithmen da drin haben. Wenn du so ein Messer ziehst, dass die jetzt merken, oh Scheiße, da ist so ein Messer gezogen, jetzt müssen wir den Algorithmus so krass runterschrauben oder wie auch immer, dass jetzt erstmal die nächsten Wochen gar nichts mehr davon gezogen wird, damit das selten bleibt. Meinst du? Du Das wäre weißt aber es nicht in ja deren nie. Sinne eigentlich. Du Weil weißt es was ja hätten die für nie. einen Nachteil davon, wenn eine einzelne Person zweimal Glück hat? Das ist für die ja schon irrelevant. Ja, Ja. keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich vertraue diesem technischen Kistenöffnen da nicht so richtig. Zumindest nicht, wenn es um Echtgeld geht. Wenn ich jetzt Spielgeld in irgendeinem Game ausgebe, okay, das ist mir scheißegal. Aber Echtgeld, weiß ich nicht. Da kaufe ich lieber genau das, was ich haben will und weiß, dass ich es auch dann bekomme. Naja, gut, das kann ich nachvollziehen. Ich bin auch nie Dann einer, der zahle bei ich eBay da. mitgeboten hat. Ich habe immer Sofortkauf benutzt. Bei Ja, gut, Falls man das vergleichen kann. mit Geboten habe ich auch schon mal. Bei eBay nur geboten. Also mir geht es halt schon primär darum, dass ich halt wirklich dann von mir aus ein bisschen mehr ausgebe, aber auch dann meinen Ja, Artikel das heißt ein so bisschen mehr. bekomme, Du wie ich gibst ihn nicht nur ein haben will. bisschen mehr aus, du gibst sogar im Zweifel verhältnismäßig sehr, sehr, sehr viel mehr aus, weil. Du müsstest ja sehen, also die richtige Rechnung wäre, sagen wir, du kaufst dir 10 Schlüssel für 20 Euro oder halt den Skin direkt. Hast du bei den 10 Ja. Schlüsseln ja aber auch die ganzen Items, die du ja sonst noch kriegst, die du im Zweifel verkaufen könntest, um Das mit stimmt denen dann wiederum. wiederum dir eigentlich den Skin zu kaufen, den du hättest. Und im Zweifel hast du sogar noch einen Plus gemacht. Hat jetzt Das aufgegeben, ist das stimmt. richtig? Ja, ich habe aufgegeben. Ja, gut zu wissen. Ja, da gebe ich dir recht. Wenn man das, aber ich bin auch, ich habe nicht so den mega Spaß am Handeln. Das Vor allen Dingen, man dauert mir dann muss bei alles zu sowas muss lange man immer mit irgendwie. Worst-Case-Szenario denken, ne? Vielleicht hat er in den 10 Kisten nur Bullshit. Ja, gut, das kann Wir müssen sein. übrigens dann wahrscheinlich hier hinfliegen von dem Nether-Portal da oben. Das ist da über der Brücke. Okay. Ich darf Wenn jetzt wir einfach sterben. nicht. Oder so. Okay, ich bin tot. Wie wär's, wenn wir das einfach mit Game Mode machen? Nee, mit Game Also Mode. das Springverhalten ändert sich ja nun wirklich nicht, wenn wir mit Game Mode da rumspringen. Doch, Nee, da Gut, vertraue zumindest. ich nicht. Achso, ja. Will die ganze Das Sache traut nicht. ihr da auch nicht, dass du cheatest. So, ihr habt gesagt, ihr vertraut mir nicht. Oh mein Gott, ihr seid aber solche Pussys, ey. Dann guckt mir halt zu, wenn ihr solche Da Muschis vertraue ich seid. lieber Valve als dir. Ja. Wollte das ja nur ein bisschen abkürzen. Da ein bisschen Was du da machen erträglicher kannst, machen. ist einfach, wenn du in die Lava fällst, den Game und dann wieder Ja, zurückfliegen. genau, das kannst du machen. Ist auch kurz. Oh. Ach komm, ey! Ich schieb Y dazwischen! Ja, Boah, geht das auf den Keks, ey. Ach ja, jetzt spackt das völlig ab. Eise. Nein. Oh Gott. Ich den Game Mode benutzen. Aber ich würde halt auch so gern so ein anderes Messer haben, ey. Boah, dieses Y. Alter, ganz ehrlich, jetzt reicht's mir. Weißt du, ganz ehrlich, so viel Spiel kannst du ja jetzt auch wieder nicht spielen. Ich meine, du bist noch nicht mal gerankt. Ja, aber ich spiele ja an sich, oder bis vor einer kurzen Zeit habe ich ja super, also fast nur diese Gelegenheitsspiele gespielt. Ja.
Wie viele Stunden hast du denn mittlerweile in Go? Ich guck mal gerade. Das ist schon mal gar nicht so wenig. Wie viel habe ich denn? Guck ich auch mal ganz kurz nach. Du hast 100 Stunden mehr investiert. Leck mich am Arsch. Ja, das Spiel ist ja auch geil. Also hier das Hardy, aber das verhältnismäßig nicht so viel besser. Das wundert mich ja. Ja, doch, der ist schon ganz gut. Was? Hast du doch letzte Wettkampfaufnahme gesehen? Ja, und die vorletzte, da habe ich auch oben mitgespielt. Und ich spiele das Spiel nie. Also ich, klar, war das bei mir eine Lackerrunde, aber von jemandem, der da viermal so viel gespielt hat wie jemand anders, würde ich halt erwarten, dass der halt immer oben ist im Verhältnis zu den anderen. Naja, das kannst du aber so nicht sagen. Kommt halt drauf an. Hardys Schießverhalten hat sich durch seine Community-Spiele verbessert, aber logischerweise kann sich sein taktisches Verständnis und das ist richtig. Sowas, das hat sich überhaupt nicht verbessert. Placements, Map Vision vielleicht ein bisschen, aber trotzdem. Das war ja alles immer nur total casual. Ja, klar, in den Gelegenheitsspielen, da rennst du halt einfach rein, weißt du, weil du hast ja eh volle Rüstung, musst nicht auf die Knete. Magst du auch mal springen, du Knallkopf? Ja, ich muss erwarten, bis mein Leben wieder hier oben ist. Ich schaff nie den ersten Sprung. Mir der richtige gerade. So. Hoppala. Besser. Das kann nicht sein. Ich glaube, dass die Skillsteigerung, wenn man viel Ranked spielt, deutlich schneller vorangeht, als halt zwischendurch Quatsch im Casual Mode macht. Ja, das glaube ich allerdings auch. Und ich glaube, du machst viel Quatsch im Casual Mode. Ja, total. Meistens halt reinrennen und so ein Scheiß. Also typisch Call of Duty-mäßig. Ja, ja, voll. Aber was anderes ist es ja auch nicht. Du hast halt, keine Ahnung, 12 gegen 12 oder so immer. Und da ist es halt voll das Rumgeballer. Aber so wirklich taktisch spielen und mal vorsichtig und so machst du da ja auch nicht. Vor allen Dingen mit welchen Waffen man da auch teilweise spielt. Oh ja. Und mit welchen Waffen spielt man denn teilweise? Keine Ahnung, mit irgendwelchen Quatschwaffen. Mit der fetten Wumme zum Beispiel. Oh ja. Ach, das gibt's doch nicht. Ach. Jawohl! Warum hat's gemacht? Weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, was könnt. Erstmal zu Ende brennen, ey. Oh Gott. Ja, Alter. Boah, ich sehe den Spawnpunkt. Hey, was ist das denn jetzt gewesen? Wo bin ich denn da abgeprallt? Boah, ich sehe den Spawnpunkt. Wahrscheinlich die Decke. Ja. Ich sehe den Spawnpunkt. Okay. Ja, sicher. Never. Nein! Bitte! Oh, halbes Herz! Oh, willst du mich verbrennen? Oh, bitte nicht! Bitte nicht! Nein! Nein, nicht mal so weit. Oh Gott. Ach, Domi. Oh, wir müssen da unbedingt noch was dran ändern. Nein. Dropbox einfach aus. Wie willst du das ändern? Keine Ahnung, jeder bekommt mit Domi seinen eigenen Ordner. Das interessiert mich, wo ihr eure Videos interessieren mich doch nicht. Also Jay zum Beispiel guckt sich hier mal alle an. Kann er sie angucken, wenn die online kommen. Oder ich mach mir einen eigenen Ordner mit Domi. Du meinst die Frag Pete's Meet? Ja, das wird ja, ich muss mir ja alles runterladen, was ihr da auch hochladet. Ja, das stimmt allerdings, das ist mir auch schon aufgefallen. Dennis, du meintest zu mir auch schon mal, du lässt dir da noch was einfallen. Aber ja. Da kam nichts mehr. Ja, da gibt es auch keine andere Alternative zu. Dass da alle auf alles drauf zugreifen können. Ey. Scheiße. Außer wir benutzen halt ein anderes Programm. Außer Dropbox. Das geht auch.
Also da noch nicht, Peter, aber jetzt da. Ja, bei dem Sprung, ich weiß. Da kommt man immer irgendwo gegen. Da, siehste? Oben gegen die Decke, ja, ne? Gegen diesen Vorsprung. Ich habe das vorhin auch gemacht, da habe ich da nicht drüber nachgedacht, deswegen bin ich gerade verwirrt. Ach schon. Oh, Gott. Nein! Oh Gott, zu spät. Gott, kann echt nicht wahr sein, Boah, ich hab das doch schon fast gemacht. So. Das gemacht habe ich? Oder? Nee. Ah, die hat sich jetzt richtig hingesetzt. Ich konzentriere mich jetzt einfach mal. Mal ein bisschen so springen. Ha! So. Ja, so geht's. Wahrscheinlich muss man jetzt auch von richtig ganz außen springen, damit man da nicht oben gegen die Decke kommt. Aber du hast das Problem ja mehrmals hier. Irgendwie. Wie bist du denn jetzt gesprungen, du Luder? Ja, irgendwie so außen halt. Gemacht? Ja. Aber das geht ja hier. Oh Gott, da hinten ist der Punkt. Kann nicht wahr sein. Ja, da hinten ist der Punkt. Oh, lol. Da. Oh. Oh, was? Oh, nö. Oh. Auf zu brennen, du kleine Bitch. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist dann sofort auf Set Spawn drücken, wenn ich da drüber komme. Ah! Ach gut, Set Spawn. Erfolgreich. Hui! Oh, sorry, Pete. Macht nix. Hui! Ja, das fand ich jetzt wiederum nicht so schwer. Andere war irgendwie richtig übel. Mama. Oh Gott. Sind wir denn gleich nur zu viert oder sind wir zu fünft? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zu fünft sind. Wie sollen wir zu fünft sein? Weil Jay vorhin fragte. Oh, im Ernst? Jay ist dabei? Ja, cool. Nee, er sagte auf jeden Fall irgendwas von Nachmittag. Ich weiß aber nicht, ob er das als Nachmittag bezeichnet. 14 Uhr ist, glaube ich, offiziell Nachmittag, ja. Ja, ne? Ja, dann könnte sein, dass wir zu fünft sind. Ja, wäre hammer geil. Das wäre schon cool. Hui. Peter, ich darf dies behalten. Aber behalten? Die Skins. So, wobei ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht komplett weiß, was du alles bekommen hast. Also ich, das Einzige, was... Das Einzige, was mich interessieren würde, wäre der M4-Skin. Der wäre schon echt geil. Den Atoman, den hätte ich nämlich... Und Star Trek. Star Trek möchte ich eigentlich gerne auch haben. Aber Star Trek ist nochmal echt eine ganze Ecke teurer als die normalen. Ich glaube nicht, dass da ein Star Trek-Skin bei war. Nee, das war kein Star Trek, aber Star Trek wäre schon geil. Was kostet der denn? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht rausgekriegt, wie ich bei Steam... ohne ins Spiel reinzugehen, auf diesen Dingens zugreifen kann. Den Market? Ja. Du machst Steam auf. Also, und dann drückst du oben auf deinem Namen auf Market. Da oben im Kontextmenü. Handelsangebote, bla bla, mein Workshop. Geiz. Nee, also wenn ich auf meinen Namen drücke hier, dann da finde ich nichts von wegen Market. Ach Quatsch, Oma Community. Ah. Community? Counter-Strike Global Offensive?
Nee. Der letzte Punkt ist Market. Wenn du einfach oben mit, wenn du Steam aufmachst, gehst in der Bibliothek, dann hast du oben Community. Da gehst du mit der Maus drüber. Der letzte Unterpunkt ist Market. Ah, da, Markt.